Ja, komm, scheiß auf Schrotflinte. Ist zwar schade um die Schrotflinte, aber was soll's, ich finde die sowieso irgendwann wieder. Und kaufe mir dann das Betäubungsgewehr. Jawohl. Jetzt bräuchte ich die Betäubungspfeile. Und da haben wir die auch schon. Und kaufen die einfach mal alle auf. Bis bald. Oh, ich habe schon wieder zu weit gedrückt. So, guck mal, wie viel braucht das Ding? Ja, gut, es braucht ein bisschen mehr. Wie viel Munition habe ich dafür? 10 Schuss. Finde ich bestimmt noch ein bisschen was. Und habe dann noch einige Slots so frei. Es ist aber echt scheiße mit dem Problem. Hier hast du echt die Qual der Wahl, welche Waffe du haben willst. Und es hat jetzt leider die Schrotflinte getroffen, aber was soll's. Gut, Präzisionsgewehr ist schon drin. Dann bin ich auch, glaube ich, hier durch. Was ist hier? Fässer. Toll. Ich kann nichts durch die Wände sehen. Ja, doch einiges. Und hier. Halt die Schnauze! Hör auf, Horrorfilme zu gucken! Die Leute, die ich umgenatzt habe. Ach ja, das war lustig. Hacken. Brauche ich Stufe 5, um zu hacken? Das ist ja doof. Habe ich nicht. Einmal runter und einmal runter. Und dann sind wir auch gleich schon da. Oh Gott. So, einmal hier hoch. Moin, moin. Das Ding habe ich schon geöffnet bekommen. Dann einmal hier rum. Und da sind wir auch schon bei der Nutte. Hallöchen. Haben Sie alles? Wir müssen diesen Dreckskerl kriegen, Jensen. Ja. Ich glaube, ich habe alles. Ausgezeichnet, Jensen. Ich wusste, dass ich Ihnen vertrauen kann. Meine Leute haben Double T in Gewahrsam und Sie haben die Lieferung identifiziert. Sie sind zwar nicht gerade subtil vorgegangen, aber wenigstens ist der Job erledigt. Was haben Sie noch? Armbrust. Nee, die habe ich nicht mehr. Lügen. O'Malley hat keine Waffe erwähnt. Ach, die sollte ich mit. Oh, scheiße, ich hab sie verkauft. Nein, ich hab sie da gelassen. Ah, scheiße. O'Malley hat keine Waffe erwähnt. Er wollte nur, dass der Zeuge stirbt. Er wollte nur, dass der Zeuge stirbt? Aha. Okay. Ich habe schon genug Beweise gegen O'Malley. Hoffen wir mal, dass die Waffe nicht in falsche Hände gerät. Stimmt's, Jensen? Ich hab sie nicht. Ich habe O'Malleys Apartment einen kleinen Besuch abgestattet. Es gab eine zweite Waffenlieferung. Regierungsware. Ich weiß nicht, wie er das Zeug in die Finger gekriegt hat, aber der Mann hat weitreichende Kontakte. Gute Arbeit. Sonst noch was gefunden? Ich habe einen Vorrat illegaler Drogen gefunden. Nicht viel, aber genug, um ihn zu verknacken. Gut. Je mehr Dreck wir über das Arschloch ausgraben, desto höher sind unsere Chancen, ihn wegzusperren. Sonst noch was? Nein, das war's so ziemlich. Ich glaube, O'Malley hatte vor, einen kontrollierten Bandenkrieg zwischen den Derelict Roballers und den Motor City Bangers auszulösen. Das sollten Sie mal näher untersuchen. Wirklich? In Ordnung. Ich werde daran denken, wenn ich die Beweise überprüfe. Okay, das war's. Sie haben gute Arbeit geleistet. Hier ist, was ich Ihnen versprochen habe. Wir haben jetzt mehr als genug, um ihn festzunageln, und ich will zuschlagen, bevor der Hurensohn Verdacht schöpft. Aber ich habe keine Verstärkung und ich bezweifle, dass er sich freiwillig ergibt. Den Großteil des Jobs haben Sie schon erledigt. Hätten Sie Lust, es selbst zu Ende zu bringen? Nein, danke. Ich denke, Sie sollten ihn selbst verhaften. Ich will Ihnen nicht die Show stehlen. Alles klar, Jensen. Sie haben schon mehr als genug getan. Es war mir eine Freude, wieder mit Ihnen zu arbeiten. Wie in alten Zeiten, was? Viel Glück bei, naja, woran Ihr knackiger Arsch zurzeit eben gerade arbeitet. So, Heimlichkeiten. Ja, ich hab's ihr mit dieser blöden Armbrust verschwiegen, aber ich hab sie halt nicht mehr dabei gehabt. Was soll ich dann auch da tun? Das heißt jetzt einmal wieder zurück zu Seraph. Beziehungsweise mit Mr. Pferdeschwanz reden.
dieses Rumgelaufe wird mir langsam echt zuwider. Aber ich ziehe es durch. Mir macht es auch soweit Spaß, solange ich im Gefecht bin. Ich weiß nicht, ich habe es mir so angewöhnt, diesen Revi-Style von Black Lagoon, wisst ihr? Wenn ich einmal im Gefecht bin, dann habe ich Spaß wie Sau. Aber richtig Spaß. Für alle, die Black Lagoon kennen, wissen, wovon ich rede. Ich bin genauso durchgeknallt eigentlich. Genauso durchgeknallt wie alle aus der Gruppe da. Wie Dutch, wie... Ja gut, Benny ist nicht wirklich durchgeknallt. Rock auch nicht, aber Revi ist halt durchgeknallt ziemlich. Und genauso bin ich auch drauf. Aber was soll's. So. Deus Ex Human Revolution, PDS enthalten häufig Zeitinformationen. Bla 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 bla. Ja, einmal hoch zu... Wie heißt denn der nochmal? Ich nenne ihn jetzt ab jetzt Mr. Pferdeschwanz. Dumm-di-dumm-di-dumm-dumm. Ach da. Moin. Pritchard heißt er nochmal. Ja. Habe ich neue E-Mails? Ah ne, das sind hier die Überwachungskameras. Mr. Johnson, was ich in der FIP gesagt habe, war mein Ernst. Sie haben mir das Leben gerade... Das mehr als... Wissen Sie nicht, was ich dachte, ich will mich bei Ihnen revidieren. Josie und ich sind inzwischen zu Hause. 3 Stunden. Der Eingang ist hinter der Tankstelle. 2 Stunden. Aha. Neuer Zugangscode. Mhm. Einem Anwalt fällt eine bessere Ausrede. Die Tür ist übrigens 1364. Für was? Für welche Tür? Achso, für die Tür. Okay. Ja, das kommt ein bisschen spät. Ein Staubsauger! So, hallo Pritchard. Was wollen Sie? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um das Signal, das Sie im DRB-Gebiet abgeschaltet haben. Es war fast ein Jahr lang aktiv. Soll das heißen, dass jemand von außen schon vor dem ersten Angriff Zugang zu unserem Netzwerk hatte? Ich habe schon vorher solche Versuche registriert und jedes Mal rasch unterbunden, aber... Wer auch immer diesen speziellen Algorithmus erstellt hat, ist gut. Sehr gut sogar. Weiß es Seraph? Genau da liegt das Problem. Das Ganze war nur möglich, weil es eine Hintertür in unser Sicherheitssystem gab, von der ich nichts wusste. Und die hat Sanders Team benutzt, um in unsere Fabrik zu kommen. Ich arbeite seit 7 Jahren hier, Jensen. Und ich sehe diesen Zugangsweg zum ersten Mal. David Seraph hat ihn eingerichtet, um die Firewall zu umgehen. Er verbirgt etwas und ich finde, Sie sollten herausfinden, was. Warum ich? Weil Seraph diesen Zugang eingerichtet und große Datenmengen darüber verschoben hat, kurz nachdem Ihre Ex-Freundin vorgeschlagen hat, Sie einzustellen. Okay, das ist sehr, sehr mysteriös. Ich glaube, wir sollten mal mit David reden. Vielleicht packt er ja was aus. Wieso sind da 2 Kreuze? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was ist denn hier los? Verzeihung. Mr. Jensen, nicht wahr? Sir, müssen Sie nicht zu diesem Wohltätigkeitsdinner? Ich komme sofort, Isis. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen, Mr. Jensen. Bill Taggart. Gründer der Humanitätsfront. Ich weiß, wer Sie sind. Ja. Ja, das dachte ich mir. Als bester Sicherheitsmann von David Seraph haben Sie vermutlich eine dicke Akte über mich. Aber ich versichere Ihnen, Mr. Jensen, ich bin von den jüngsten Ereignissen erschüttert. Ach. Ich kann nicht gutheißen, was Sie und Ihr Unternehmen der Menschheit antun. Ich halte es für äußerst gefährlich. Aber die Ächtung von humanen Optimierungstechnologien muss auf legalem Wege erreicht werden. Ich werde es mir merken. Heute ist Ihr erster Arbeitstag seit dem Unfall vor 6 Monaten. Richtig? Sir, wir müssen gehen. Was mir passiert ist, war kein Unfall. Ah, mein Fehler. Aber es muss belastend gewesen sein, so kurz danach ein 2. Zwischenfall. Sicher wurden dadurch einige böse Erinnerungen geweckt.
cool bleiben. Immer ganz cool bleiben. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Taggart, aber ich habe alles im Griff. Ich bin Psychologe, Mr. Jensen. Ich erkenne, wenn sich ein Mann etwas vormacht. Wunden heilen, aber die Seele ist nicht so robust. Daran sollten Sie immer denken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Ja, ich jage Ihnen später eine Kugel in die Fresse. Was bezweckt sie mit ihren Auftritt? Komm, lassen wir ihn herausfordern. Noch nicht. Sie haben echt Nerven, nach dem Angriff ihrer Leute auf unsere Fabrik hier aufzukreuzen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie willkommen sind? Das waren nicht meine Leute, Mr. Jensen. Die Humanitätsfront ist eine friedliche Organisation. Für Fanatiker ist bei uns kein Platz. Okay. Wissen Sie, warum ich diese Organisation gegründet habe? Weil eine Technologie außer Kontrolle zu geraten drohte. Sie selbst sind der lebende Beweis dafür. Ohne diese Verbesserungen wäre ich tot. Ich verstehe Sie. Und mir ist klar, dass diese Probleme für den Einzelnen sehr komplex sind. Aber wir müssen unsere persönlichen Interessen überwinden, wenn die Menschheit das nächste Jahrhundert überleben soll. Wir überleben so oder so. Mit oder ohne Ihr Verständnis. Da hat er recht. Auch wenn wir uns gerade selber ausrotten. Aber was soll's. So, gehen wir einfach jetzt mal zu Seraph. Zu David. Ja, doch, zu David. Ey, du Wichser! Boss, wir müssen reden. Stimmt was nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie einen privaten Zugang eingerichtet, der die Firewall des Unternehmens umgeht, bevor Sie mich angeheuert haben? Wie bitte? Pritchard sagt, dass jemand damit auf unsere Systeme zugreift, und zwar schon vor dem ersten Angriff. Unsere Sicherheitsmaßnahmen haben das nie unterbunden, weil wir nicht einmal wussten, dass es diese Hintertür gibt. Oh, verstehe. Aber Frank hat das in Ordnung gebracht, oder? Jetzt schon. Aber er fragt sich, warum Sie das nie erwähnt haben. Frank ist paranoid, Adam. Das wissen Sie doch. Kann ein vielbeschäftigter Mann nicht auch mal was vergessen? Sie haben extrem viele Daten durch dieses Portal geschleust, Boss. Unmittelbar bevor Sie mich an Bord geholt haben. Pritchard mag paranoid sein, aber ich gebe zu, ich frage mich auch, was das für Daten waren. Sicher. Als ehemaliger Cop müssen Sie das wohl. Aber wichtig ist nur, dass Sie das Loch gefunden und gestopft haben. Wir sind jetzt sicher. Und die Informationen aus der FEMA-Anlage bringen uns vielleicht auf die Spur dieser Kerle. Wir sollten uns auf wichtige Dinge konzentrieren. Verteidigen, beschwichtigen. Natürlich, Sie haben recht und vielleicht verpitcht das Paranoia wirklich auf mich ab. Sie haben da diese Sache hinter meinen Rücken durchgezogen, Boss, bei allem Respekt. Neu konzentrieren, das will ich ja, glauben Sie mir. Ich will die Kerle unbedingt fassen, genauso wie Sie, aber dieses Leck ist schuld an... Ich verteidige Pritchard einfach mal. Sie haben diese Sache hinter meinem Rücken durchgezogen, Boss. Bei allem Respekt. Ich soll hier für Sicherheit sorgen, aber wie soll das gehen, wenn Sie nicht ehrlich zu mir sind? Warum denn so abweisend? Ich sage doch nur, dass wir nach vorn schauen sollten, Adam. Nicht zurück. Im Augenblick steht dieses Unternehmen an der Schwelle von etwas Großartigem, das die Menschheit für immer verändern kann. Und es gibt da draußen sehr viele, die sehen wollen, wie wir scheitern. Ich brauche loyale Kämpfer an meiner Seite, um zu siegen. Ich habe Ihnen das nie gesagt, aber Frank wollte Ihren jetzigen Job an ein privates Sicherheitsunternehmen vergeben. Ich habe Sie ausgewählt, weil ich weiß, wie wichtig Ihnen Loyalität ist. Ich denke, ich habe mich heute bewiesen und der einzige Grund, warum ich wegen... ist der, dass jemand auf die gesendeten Daten zugegriffen haben könnte, zugegriffen, ne? Beschwichtigen, man, verstehen Sie mich nicht falsch, Boss, ich steuere keineswegs Ihre Funke. Aha. Boss, ich glaube, wir kommen gerade etwas vom Weg ab. Wenn ich diesen Krieg für Sie gewinne, dann muss ich wissen, welche Informationen der Feind erhalten hat. Ich muss den Inhalt des Datenstroms kennen, falls darauf... Boss, ich glaube, wir kommen gerade etwas vom Weg ab. Wenn ich diesen Krieg für Sie gewinnen soll, muss ich wissen, welche Informationen der Feind erhalten hat. Ich muss den Inhalt des Datenstroms kennen, falls darauf zugegriffen wurde. Halten Sie das für möglich? Ich verstehe, was Sie meinen. Das wäre gar nicht gut. Hören Sie, ich werde Ihnen nicht den gesamten Inhalt dieser Daten mitteilen. Es gibt Dinge, die ich als Präsident dieses Unternehmens nicht offenlegen kann. Nicht einmal Ihnen, Frank oder Athena. Ich betrachte alle hier als Team, aber jeder muss dabei seine Funktion erfüllen. Ich entscheide, wem was anvertraut wird. Und in diesem Fall
müssen sie ihre Arbeit eben machen, ohne alle Fakten zu kennen. Megan sagte, sie seien anpassungsfähig. Beweisen sie das. Megan? Boss, was hatte Megan damit zu tun? Ich dachte, wir reden über ein Sicherheitsproblem. Boss, ich wollte keines von... Nein, wir beschwichtigen nicht, wir verteidigen. Bei allem Respekt, ich versuche meinen Job zu machen, den Job, für den sie mich angestellt haben, für den sie mich hierher zurück... Aber langsam, sie stellen sich in den Weg. Sich dem in den Weg. Und dann ziehen sie auch noch Megan mit rein. Jawohl. Bei allem Respekt, Sir. Ich versuche meinen Job zu machen. Den Job, für den sie mich eingestellt haben, für den sie mich hierher zurückbeordert haben. Aber langsam habe ich das Gefühl, sie stellen sich dem in den Weg. Und dann ziehen sie auch noch Megan mit rein. Ich habe nicht versucht... Hören Sie, ich will mich deswegen nicht streiten. Ich will Ihnen nichts über die Daten sagen, weil es sonst zu rechtlichen Problemen kommen könnte. Jedes Unternehmen hat seine Geheimnisse und Megans Forschungen gehörten dazu. Aber die von mir gesendeten Daten hatten mit ihr nichts zu tun. Sie waren auch nicht brisant und deshalb möchte ich, dass Sie keine Zeit mehr damit verschwenden. Die Aktionäre erwarten, dass ich mich darum kümmere und das werde ich auch. Also überlassen Sie die Sache ab jetzt mir. Boss, vor 6 Monaten wussten Söldner Dinge über dieses Unternehmen, die mir unbekannt waren und konnten so meine Sicherheitsmaßnahmen bewenden. Mir ist es egal, welche Geheimnisse Sie und Megan damals hatten. Ich will nur sicher gehen, dass Sie uns nicht erneut eingefallen. Ich würde nichts lieber tun, als Ihnen in dieser Sache zu vertrauen, Boss, aber zum Vertrauen gehören immer zwei und so wie Sie dieses Gespräch bisher geführt haben, beschleicht mich das Gefühl, dass Sie mir nicht vertrauen. Warum, Boss? Was darf ich nicht erfahren? Ja, neu konzentrieren. Ich würde nichts lieber tun, als Ihnen in dieser Sache zu vertrauen, Boss. Aber zum Vertrauen gehören immer zwei. Und so wie Sie dieses Gespräch bisher geführt haben, beschleicht mich das Gefühl, dass Sie mir nicht vertrauen. Warum, Boss? Was darf ich nicht erfahren? Um dürfen geht es überhaupt nicht, Adam. Aber ich lasse mich nicht wie einen Verdächtigen behandeln, den Sie gerade auf der Straße verhaftet haben. Sie sind kein Polizist mehr. Sie arbeiten für mich. Vergessen Sie das nicht. Sind wir damit fertig? Wir müssen nämlich noch unsere nächsten Schritte besprechen. Das ist mir alles sehr, sehr komisch, wie er mit mir umgeht. Irgendwas ist hier faul. Hier, der ist für Sie. Ein Firmenausweis mit Ihren biometrischen Daten. Das Flag-Routing ist so manipuliert, dass Sie ohne Probleme nach Hengsha kommen. Sie schicken mich nach China? Was ist mit FEMA? FEMA hat mit dieser Sache nichts zu tun, das können Sie mir glauben. In China werden wir mehr Glück haben. Wie können Sie das sagen? Ich habe gesehen, wie der Mistkerl, der Megan umgebracht hat, seine Männer aus dieser Anlage abgezogen hat. Einer von denen liegt wegen mir tot in dem unterirdischen Depot. Das weiß ich, Adam. Frank hat das alles überwacht. Deshalb weiß ich auch, dass Ihnen dieser Mann vor seinem Tod eine Adresse in China gegeben hat. Ich will, dass Sie das überprüfen. Aber das ergibt keinen Sinn. Hören Sie, Adam. Es gibt einen Grund für die Angriffe auf dieses Unternehmen. Sie glauben, dass es mit dem Taifun zu tun hat oder mit einem anderen streng geheimen Militärprojekt, von dem ich Ihnen nichts erzählt habe. Der Gedanke ist mir tatsächlich gekommen. Er ist aber falsch. Die Arbeit von Megans Team, bevor sie alle getötet wurden, sie hat neu definiert, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Dieses Unternehmen, Seraph Industries, stand kurz davor, die Menschheit zur nächsten Stufe ihrer Entwicklung zu führen. Selbstbestimmte Evolution. Ist Ihnen klar, welche Ängste das bei manchen auslösen kann? Sicher. Und mir ist auch klar, wie lukrativ es für andere wäre. Für mich ging es dabei nie um Geld, Adam. Aber Sie haben recht. So manch einer da draußen sieht das vermutlich völlig anders. Wer zum Beispiel? Ich hoffe, dass Sie die Antwort darauf in China für uns finden. Also los. Farida macht den Hubschrauberstart klar. Ach, Mensch, 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 Mensch. Jetzt dürfen wir nach China. Trotzdem kommt mir das alles sehr dubios vor. So, erstmal brauchen wir einen neuen... Update-Knotenpunkt. Typhoon-Sprengsystem. Feuert in einem 300... Das hört sich ganz cool an. Mit einer Reichweite von 8 Metern ab. Ich weiß nicht, sollen wir uns das holen? Zielstabilisator, reduziert bewegungsbedingte Zielnachteile. Kinetische Beibrüche. Was macht das denn? Verwendung Upgrade-abhängig, Aktivierung Upgrade-abhängig, Energieverbrauch Upgrade-abhängig. Aha. Lautlos gehen und laufen.
Was haben wir denn noch? Thermalpanzerung und ein Tarnsystem. Oh, das Tarnsystem will ich haben. Werden Sie vorübergehend unsichtbar. Warnung, Sie sind immer noch zu hören. Das ist mir doch egal. Hauptsache, ich bin nicht zu sehen. So, jetzt haben wir das Tarnsystem. Wir aktivieren das jetzt einfach mal. Jetzt bin ich unsichtbar. Jetzt bin ich sichtbar. Ist das nicht cool? Gut, und wir begeben uns dann im nächsten Part denn nach China und werden da weitere Sachen intrigen und Chinesen sehen und rausfinden. Naja, bis dahin, haut drin, habt Spaß beim Spielen und bis denn, euer Headbreaker.